Ey, ich hab so Angst vor dem Twitch-Algorithmus, gell? Ich schwör auf meine Mutter, gell? Ich hab so Angst. Ich hab Twitch alle, Bruder. Ich schwör auf meine Mutter, ich war verschollen, Cousin. Walla, ich war weg, Cousin. Hallo, Twitch. Ja, nee, Walla, ich lebe noch. Und ich schwör auf meine Mutter, ich komme zurück. Weil ich war weg, aber es hat sich gelohnt. Ich bin mit ICE bis Marokko in Wüste gefahren. Ich schwör auf meine Mutter, Chat. Ich hab's geschafft, Walla Billa. Mit deutschem Bahnzug, Amenisik, bis in Wüste, Cousin. Ich wurde auf diese Fahrt von Kripo in Arschloch, haben die mir reingeguckt. So. Ich hab alles gesehen. Keiner hat dran geglaubt, nur meine Mutter. Ich hab ihr gesagt, ich fahr mit Zug. Sie hat zu mir gesagt, macht's nicht. Walla, wir sind gelaufen, dein Onkel ist geschwommen. Der andere, der hat alle. Nimm Flugzeug. Du kannst. Wir konnten nicht. Wir mussten schwimmen. Immer lernen. Wir haben keine Schule gemacht. Wir haben Freischwimmer gemacht, damit wir schwimmen können über diese Meer. Du hast alles. Flieg. Nein. Zug. 6 Tage am Amenisikim. Walla, Chat, ich hab euch vermisst. Ich schwör auf meine Mutter, ich hab euch vermisst. Lasst mich erstmal Hallo sagen und dann reden wir über diese Zeit. Was ist passiert? Was ist nicht passiert? Wer ist wo? Wer ist wann? Warum? Weshalb? Ich muss euch so viel erzählen, gell? Walla, heute wird's von Leak bis Lästern. Es wird alles geben, aber ich darf nicht übertreiben, weil Dreddies, guck mal, ich sag eine Sache direkt am Anfang vom Stream, gell? Und eigentlich, ich wollte nicht sagen, Walla Icon war krass, aber Walla, wir sind krasser Amenisikim. Walla, wir sind krasser Amenisikim. Was wir da gemacht haben, Amenisikim, das ist kinoreif. Bei Gott! Ihr wisst nicht. Ich hab geheult in diese Villa. Ich hab tausendmal geheult. So hab ich geheult, Bruder. Es ist fertig. Rap La Rue ist fertig, Dreddies. Es ist zu Ende. Walla, es ist zu Ende. In diesen 10 Tagen sind 56 Songs dort entstanden. In 10 Tagen, Bruder. Leute haben geschrieben, so schnell, was denkst du, was wir gemacht haben? Aufgestanden und ackerlau gewackelt. Jeden Tag 12 Stunden gearbeitet, Cousin. Jeden Tag, Bruder. 56 Songs haben wir gemacht in dieser Villa, Cousin. Bruder, Walla, Dreddies, ich küsse eure Herzen. Das ist, guck mal, ihr müsst verstehen, weil einige verstehen nicht und die einigen verstehen. Walla, ihr seid wie meine Familie. Kennt ihr das? Oder wie so Freunde. Checkt ihr? Ihr habt erste Date gehabt, ihr habt euren Schnuckuluku in einen Schnuckuluku-Luku reingesteckt, Cousin. Oh, Bruder, du weißt nicht. Ich hoffe. Und genau diese Euphorie, die ich jetzt habe, um das euch zu erzählen. Checkt ihr? Ich küsse eure Herzen. Wer versteht, der versteht. Wer nicht, der misst. Theoman, Dankeschön für 9. Makatustin, Dankeschön für 100 Bits. Laby, mein Wunder. Das habe ich gebraucht. Das ist die Umarmung, nachdem man, checkst du, lange nicht gesehen hat. Wie geht's dir, mein Bruder? Das habe ich gebraucht. Ich habe jetzt viele Tricks, Chat, gell? Walla, heute, passt auf, Chat. Ich erzähle euch über diese Reise und wir müssen das Kapitel Marokko aufmachen. Gefährlich. 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 Walla, ich weiß nicht, den Maroks, die hier drinnen sind. Ich weiß nicht, ob es euch gefallen wird. Walla Billa. Schwab, meine Mutter, Cousin. Euer Land? Krank? Aber auch krank, Bruder. Ehrlich. Tarik Nator, Dankeschön für 29 Monate. Geiler Anzug, Cousin. Ich küsse dein Herz, mein Bruder. Hat mich 45 Minuten verhandeln gekostet. Mit Gehen, mit Spucken auf Boden, mit Mutter beleidigen, mit Achi, ich habe Islam studiert. Mit alles, alle Tricks. Und er auch. Spanler, er hat auch Islam studiert. Er hat alle Tricks, Bruder. Alle. Irgendwann, wir waren bei Beleidigen, dann unser Prophet hat so gesagt, dann. Es war alles dabei, Bruder. Okay, Dreddies. Ich erzähl ein bisschen, dann lese ich weiter Subs vor, okay? Passt auf. Also, gab es viel Drama? Es gab viel Drama, Dreddies. Von Polizeieinsätze in Marokko
Aber ich will eigentlich von vorne anfangen. Ich will einfach heute mit euch ein bisschen reden. Ich habe auch richtig viel rausgesucht, was wir heute machen können, ja, an Videos und so. Ich werde heute versuchen, auch sehr lange zu streamen, aber ich habe mir vorgenommen, die erste Stunde erzähle ich einfach nur. Es wird keine Stunde, aber es ist richtig, richtig viel passiert. So, meine Tochter war im Krankenhaus, so, also richtig Krankenhaus auf Station, wurde da behandelt und so. Und das war genau, als ich ankam in Marokko und es war ganz kurz davor, dass das ganze Projekt in die Hose fällt. Aber erstmal will ich so Großen und Ganzen sagen, Daddies, Wallah, ich hab euch sehr vermisst, gell? Ich hab wirklich, Chat, Wallah, es ist so krass, ich will nicht schleimen oder so, aber ich schwöre, ich liebe euch, Daddies. Wallah, ich liebe euch, ich freue mich richtig, dass ich das jetzt zu Ende habe und dass wir die Zeit jetzt miteinander verbringen können und so. Das wird schon echt, das wird schon richtig, richtig cool. Geplant war, ich fahre mit einem Kollegen mit dem Auto und Tolga nach Marokko. So, dieser Kollege, ohne seinen Namen jetzt erwähnen zu wollen, ist ein Alkoholiker. Das heißt, er hat ein echtes Problem. So, und er ist jemand, auf den kann man sich einfach nicht verlassen. Und so ist es dann gekommen, dass er mir 5, 6, 7 Stunden, bevor wir losfahren, einfach abgesagt hat. Er hat mir einfach aus dem Nichts abgesagt. Mit einer Lüge, die Bruder, die ist hart gewesen. Die ist hart gewesen. Er sagt mir, irgendeiner ist gekommen mit einem Brief bei ihm zu Hause und sein Konto wird jetzt gefändet. Und er hat gerade an seine Tür geklopft. Ich sag, schick mal diese Brief, Cousin. Ich guck, diese Brief ist 3 Wochen alt. Ich sag, Cousin, von wo ist der gelaufen? Ist der aus Burkina Faso zu dir gelaufen oder warum hat der Brief 3 Wochen gedauert? Ich guck 32 Euro, deswegen wurde sein, egal, scheiß drauf, Cousin, hat er mich sitzen lassen im letzten Moment, wo Rap La Rue losgeht. So, was habe ich gemacht, Chat? Ich gehe auf Ding, Internet, Google, ich habe Angst, Flug, Angst. Ich guck einfach nach Bahnverbindung. Und wallah, ich habe eine gefunden. Meine Reise ging von Frankfurt nach Köln. Musste ich umsteigen. Von Köln nach Brüssel. Von Brüssel nach Paris Nord. Von Paris Nord nach Paris Lyon. Von Paris Lyon nach Barcelona. Von Barcelona nach Malaga. Von Malaga nach Alicantres. Von Alicantres nach Tanjamet. Von Tanjamet nach Tanjaville. Von Tanjaville nach Casablanca und von Casablanca nach Marrakesch. Und das alles mit dem Zug, Cousin. Wie teuer war das? Ich erzähle euch heute. Also Wallah, es war nicht günstig. Ich sag ehrlich. Rein die Zugfahrt? Ja, Alicargiras. An alle Maroks, die wissen. Sorry, ich kann die Stadt nicht aussprechen. Es ist eine Stadt im Süden von Spanien. Und ich schwöre auf meine Mutter, in dieser Stadt ist mir was Schlimmes passiert, Redis. Aber dazu kommen wir gleich. Die Zugfahrten waren nicht teuer, Tradis. Also die Zugfahrten waren insgesamt die Hinfahrt 300 Euro. 300 Euro so. Also wie Flug ungefähr. Aber die Hotelkosten. Weil du musst praktisch, ich bin zum Beispiel durchgefahren nach Barcelona, habe eine Nacht in Barcelona geschlafen, bin weiter durchgefahren nach Malaga, habe eine Nacht in Malaga geschlafen, bin weiter durchgefahren nach Tanja, hab in Tanja geschlafen und bin weiter durchgefahren dann nach Marrakesch. So, ja. So, und passt auf, Tradies. Wallah, diese Hinfahrt war, ich sag ehrlich, es war dazu verdonnert, dass es schief geht. Das ist echt hart. Passkontrolle, alles gab's. Pass auf, Chat. Es sollte einfach nicht sein. Ich steig in den Zug ein, hier in Frankfurt, Köln, Köln, Brüssel. Von Brüssel nach Paris. Erste Klasse habe ich gebucht. Ich sitze in diese Zug-Cousin mit Tolga. Wallah, laufen Bullen mit diese orangene Ding vorbei. Und ich gucke die so an und ich gucke wieder weg. Und Bruder, ja, nee, wir sitzen erste Klasse. Ich schwör auf meine Mutter vor mir, Anwälte, Richter, Doktoren und so Geschichten, gell? Kommen die zurückgelaufen zu mir und sagen, ja, irgendwas auf Französisch oder so. Ich verstehe ja gar nichts. Passport. Ich gebe meinen Pass. Tolga gibt seinen Pass, Cousin.
irgendwie, ich habe mir so in meinen Kopf gedacht, warum fragt er mich nicht nach Reisepass, nach Ausweis, Cousin, reicht doch. Natürlich, weil ich nicht so aussehe, als ob ich einen Ausweis hätte. Natürlich, weil ich so, Reisepass, Papp, ich gebe ihm Reisepass, ich gebe ihm das. Fängt er an, mit mir zu reden, wohin geht's, was Ding, da, bla, bla. Ich sag, ich gehe nach Barcelona. Ich habe gar nicht von Marokko geredet, weil ihr wisst dann am Ende, das sind irgendwelche racist Leute, ihr wisst, wie es ist. Hat nichts an der Situation geändert. Erste Klasse, niemanden haben die angesprochen, nur uns. Okay? Aufstehen, ich komm rauf, auf, wo ist deine Tasche? Ich hol meinen Koffer, Bruder, ich schwör auf meine Mutter, mein Koffer war so groß wie ich. In der ersten Klasse, ich musste meinen Koffer aufmachen und die haben zu fünft diesen Koffer durchsucht. Zu fünft, Cousin. Weil überlegt euch das mal, Bruder. Überlegt euch das mal. In meiner Akte steht nichts. Ich bin ein sauberes Blatt. Ich habe keine Vorstrafen, Bruder. Ich habe mir nie was zu Schulden kommen lassen auf Papier, Cousin. Ich bin ein sauberes Blatt. Wenn er meinen Namen durchgibt, dann sagen die den, der heißt Kevin Andreas. Henrich der Zweite. So ist mein Pass. Okay? Cousin, nehmen die mich durchsuchen. Ja, sagen die zu mir, hast du Geld dabei? Ich sag, ja, 500 Euro im Bar. Gucken die. Ich glaube, die haben nach Geld gesucht. Das war okay. War Geschichte, war in Ordnung. Haben die noch ein bisschen abgefuckt. 20 Minuten. Was machst du beruflich? Ich sag, ich bin YouTuber. Extra Angst machen. Checkt ihr? Dass wenn mir was passiert, ich schworf meine Mutter Öffentlichkeit. Andere Leute rufen Polizei. Ich gehe Twitch live. Ich sag meinen Leuten Bescheid. Verstehst du? Kollateralschaden dann, mein Bruder. Super-GAU dann. Checkst du so? Direkt immer sagen, ich bin YouTuber-Geschichten und so. Dann bin ich noch gebabbelt, dies, das. Irgendwann, es wurde gechillt. Barcelona war ich, hab gechillt. Malaga war ich war gechillt. Dann bin ich diese Al Jazeera Alcatraz unten gefahren. Und ich war am Schiffshafen Richtung Marokko. Kommt ein junger Typ zu mir, sein Name ist Walid. 18, 19, vielleicht 20 Jahre, Dreddies. Ich guck ihn an. Er hatte Zähne, Alhamdulillah, aber die waren so zur Hälfte. Der eine Zahn war so, der andere war so. Der hat Galaxy 1. Diese Handy, Bruder, ich schwör auf meine Mutter. Nur Antenne hätte gefehlt. Ich hab gedacht, Safi, das ist mein Vater von früher. So. Kommt er zu mir, sagt mir, Wallah, ich hab gar nichts zu essen. Ich bin geflüchtet, ich bin Haraga. Kannst du mir Geld geben und so, ja? Und eigentlich, Bruder, was soll ich sagen, Alter? Ich hoffe, verpiss dich, Junge. Wallah, verpiss dich. Aber ich hatte Mitleid. Checkt ihr? Ich hatte Mitleid. Ich habe ihm 50 Euro gegeben. 50 Euro habe ich ihn in die Hand gedrückt und ich habe es eine Sekunde später bereut. Er setzt sich zu mir und heult. Ich denke mir, er hat sich ausgezogen. Nein, Wallah, er war eine arme Sau. Man hat es gesehen, kaputte Klamotten, der hat gestunken und so. Sitzt sich zu mir und jetzt hört zu, Dreddies. Heult so. Und kommt so nah bei mir so. Also, Jenny, er sitzt hier und er will sich so Ding. Ich denke, was macht er da jetzt, gell? Er geht in mein Ohr und er sagt, gib mir deine Haare. Wallah, El-Fatiha ging auf 2x, doppelte Geschwindigkeit in meinem Kopf, El-Fatiha, die ganze Zeit, Cousin. Ich schwör auf meine Mutter. Der sagt, gib mir deine Haare, ich mach, was du willst. Verpiss dich, du. Ich schwör auf meine Mutter, Bruder. Auf einmal, ich hab angefangen mit Alhamdulillah und so zu reden, Cousin. Weil's Ramadan und so. Ja, inshallah, weil's Ramadan und so Geschichten. Bruder, er wollte meine Haare haben, er wollte Voodoo-Zauber machen, Cousin. Er wollte Ding. Checkt ihr? Bruder, verpiss dich aber ganz schnell. Da hat's angefangen. Da habe ich gesagt, okay, ich gehe nach Marokko, Cousin. Dann Fähre, Schiff rüber. Ich kam an in Tanjamet. Ich habe mich mit einem Taxifahrer gestritten, bis die Polizei kam, Dreddies, weil er zu mir gesagt hat, 30 Euro und ich wollte ihm nicht 30 Euro geben.
Die Fahrt war lange, zwar über eine Stunde, sind 50 Kilometer von Tanjamet nach Tanjaville. So, bla bla bla, hin her, am Ende habe ich nachgegeben, ich habe ihm diese 30 Euro gezahlt, so. Dann, Cousin, ich komme in Tanja an, ich chill. Ich leg mich hin, Hotel, dies, das. Dieses Hotel von den Aysaitas. Am nächsten Tag, ich wollte zum Bahnhof gehen und mir mein Ticket nach Marrakesch kaufen, okay? Zugticket. Und jetzt, Walla, hör zu, Dreddy, jetzt hör zu. Bruder, ich gehe dahin, ich sagte, ja, hier, ich will Zugticket nach Marrakesch. Die sagt, für heute gibt's nicht. Erst spät in der Nacht für erste Klasse. Alle anderen gibt's nicht. Ich sag, wie gibt's nicht? Ich habe im Internet geguckt, es gibt. Die sagt, ja, aber das ist kein erste Klasse Zug. So. Ich sag, egal, gib mir diesen Zug, ich muss nach Marrakesch. Weil ich habe keine Zeit, wir drehen, ich habe Arbeit, ich muss nach Marrakesch, Cousin. So. Der hat mir zwei oder dreimal geraten, es nicht zu tun. Aber ich habe es nicht verstanden, Chat. Ich schwöre auf meine Mutter, ich habe es nicht verstanden. Ich habe dieses Ticket genommen mit Tolga. Walla, Tolga ist Zeitzeuge, Cousin. Wir sind in den vierte Klasse Zug, Bruder. In ein Lokomotive. Bis dahin, gell, war Marokko für mich wie New York, Bruder. Tanja war wie, Walla, wie Frankfurt, Cousin. Tanja war maximal modern. Ich bin in Marokko angekommen, ich habe mir gedacht, abo, abo, Europa? Die Leute von Deutschland schwimmen bald hierher, Cousin. Die flüchten reverse, Cousin. Alle aus Holland flüchten zurück, Cousin. So habe ich mir gedacht. Tanja, brutal, Bruder. Motherfucker-Stadt. Alles neu. Super Stadt, richtig krass. Ich sehe diesen Zug. Walla, Indien. Barfuß, Fahrkontrolleur barfuß. Vor mir eine Frau sitzt, die hat zwei Zähne und genau in dieser Ecke hier. Alles in Mitte ist frei, Bruder, Walla, alles. Ich konnte die ganze Zeit sehen, wie die schluckt, ihr Gaumen. Ich habe den ganze Zeit gesehen. Noch mit ihrer Zunge, ich habe alles, Cousin. Ein Kind hinter mir kotzt. Walla, Leute hängen so an Scheibe drauf. Ich will so meinen Kopf an Scheibe machen. Leute hängen. Ich habe mich geschämt, gell? Ich wollte mein Handy nicht auspacken. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, warum habe ich nicht so ein Dealer-Handy mitgenommen? Wenn die mich mit iPhone sehen, Cousin. Ich komme hier nicht lebend aus diesem Zug raus, Bruder. Sag ehrlich, Bruder, Walla. Ich komme nicht lebend aus diesem Zug. Bruder, dieser Zug war für mich der Schock des Lebens. Walla, noch nie was Schlimmeres gesehen. Und ich war 6 Stunden da drinnen. 6 Stunden war ich da drinnen, Bruder. Es war echt hart. Und dann kam ich in Marrakesch an, Dreddys. Und dann war nur noch Magie. Der Rest ist Geschichte, Cousin. Dann war nur noch Magie, Dreddys. Das war meine Hinfahrt, ja. Das war meine Hinfahrt. Ja, Mann. Ist echt hart gewesen. Ah, Rückfahrt so schlimm wie Hinfahrt. Rückfahrt war hart, weil ich war alleine, Dreddys. Alle meine Freunde haben mich im Stich gelassen. Ich musste zurück alleine, Dreddys. Rückfahrt war auch hart, aber man kannte die Strecke. Checkt ihr so? Ja. Und ich sag euch ehrlich, an dem Tag, wo Rap La Rue geendet ist, also am letzten Drehtag, bei der Entscheidung sozusagen, ich war mies am Boden zerstört, Dreddys, Walla. Ich war mies traurig, Cousin. Also, Chat, ich habe wirklich Tränen geweint, gell? Es ist nicht dieses traurig, ich habe. Das war hart. Wir sind in der Stadt von Marokko, sind wir rumgelaufen, um zu drehen. Okay? Passt auf. Wir waren in so einem Block in Marokko. Kommt so ein alter Mann, richtig wütend, so. Was macht ihr hier? Habt ihr eine Erlaubnis? Hab ich euch eine Genehmigung gegeben und so? Und Wallah, ich hab Angst, Bruder. Gerade weil er so älter ist. Checkt ihr, man will nicht frech sein und so, gell? Eine Hisham war auch da immer am Verhandeln für uns und so. Bla, wir haben mit dem geredet und so. Wir haben den Zehner gegeben. 100 Dirham.
100 oder 200 Dirham, okay? Hör zu, Chat. Bitte hör zu. Geben wir den 10er 20. Auf einmal von diese so, der so. Der nimmt diese Geld, der sagt, viel Spaß noch. Wallah, möge Allah mit euch sein. Nur Gesundheit für euch. Eure Kinder, inshallah. Ding. Der nimmt diese Geld, der geht. 3 Minuten später kommt Polizei, Bruder, und noch ein anderer wütender Mann. Der wütende Mann auf einmal mit Polizei sagt, das ist mein Grundstück. Ihr habt keine Drehgenehmigung. Und Walla, wir gucken uns um. Wir sagen, hier war vor 2 Minuten einer, der gesagt hat, das ist ein Grundstück. Der hat einfach gelogen. Der hat nie was mit uns zu tun gehabt. Das war irgendein Typ, der einfach vorbeigelaufen ist und gesagt hat, das ist mein Grundstück, warum dreht ihr hier? Um Geld abzukassieren und Walla, er ist weggegangen, Cousin. Er hat einfach gelogen, Chat. Bruder, Walla hat einfach gelogen, Cousin. Das war hart. Walla hat einfach gelogen, Cousin. Marok sind gefährlich. Walla, gefährlich. Also Tipp von mir, Resultat, gell? Ein wunderschönes, fortschrittliches Land. Aber du brauchst ein dickes Fell, Bruder. Ehrlich. Du brauchst ein dickes Fell. Ich war bei so einem bekannten Platz, so ein großer Markt. Da kommt es auch vor, dass Leute dir mit einem Kobra hinterher rennen und die dir um deinen Hals legen wollen, Dreddies. Checkt ihr? So schlimm ist das. Es wurden auch, ich werde keine Namen sagen und ich bitte euch, das auch zu respektieren. Es wurden 2 Leute verhaftet von uns, ja, mit denen wir dort waren. Und die wurden besoffen, sind die Auto gefahren und haben auch geraucht und man hat das auch gefunden. Und ja, Cousin, ja, ja. Chat, ich schwör auf meine Mutter, wir haben 3 Autos gemietet, wir haben 3 Autos zu Schrott gefahren. So, und dann sind die in den Knast gekommen in Marokko und wir haben die für 120 Euro rausbestochen. Walla, wir haben dem Typen 120 Euro gegeben, der hat alles vergessen, Cousin. Der hat angefangen, arabische Volkslieder zu singen und so. Davor der Bulle war, ich bring euch in den Knast, ihr kommt nie wieder nach Hause. 120 Euro, ja. Allah, Allah, ja Baba, wassalamu alaikum, ja Baba. Sidi Mansour, ja Baba, na 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 na, ja Baba. Bitte sag, ich kann nicht, Bruder, ich kann nicht, weil die Person wird sauer auf mich. Es war echt, es war lustig, Chat, wirklich. Also Marokko ist echt, das ist eine Nummer gewesen, ehrlich, Bruder. Was eine Nummer gewesen. J.U., mein Bruder. Dankeschön für 37 Monate. Boah, J.U. ist auch Chat. Merkt euch J.U., gell? Walla, es ist echt viel passiert, Dreddies. Wann neue Folge? Passt auf, Dreddies. Weil wir sind richtig am Gas geben. Die erste Folge aus der Villa kommt bereits am 11.02., Dreddies. Also das heißt, nächsten Sonntag, nicht morgen der Sonntag, sondern der Sonntag da drauf, bekommt ihr die erste Folge von Rap La Rue. Und im Finale, ich will euch nichts versprechen, aber es sind mindestens 9 Folgen. Es sind mindestens 9 Folgen. Und wir werden uns jeden Tag von Leuten dort verabschieden. Und ich sag wirklich Wahrheit, Chat. Es war mega emotional. Ja, weil die Leute sind mir auch ans Herz gewachsen. Aber die Regeln sind so, man muss Leute rausschmeißen. Und das war einfach so, Dreddies. Ich musste Freunde von mir rausschmeißen. Ich musste Leute rausschmeißen, mit denen ich privat vielleicht nicht so gut bin, aber deren Musik geil ist, so. Und ja, am Ende ist das Ende, Dreddies. So. Und was für Kombinationen, gell? Ihr wisst nicht, was für Kombinationen da entstanden sind, Dreddies. Was war mit Money? Mit Money erzähle ich. Passt auf. Erstmal die Songs, die dort entstanden sind. Leute haben sich zusammengetan, weil die Challenge das vorgegeben hat. Jeder Tag ist eine Challenge gewesen, okay? Und die Challenge waren lang. Die hatten Aufgaben, die mussten wirklich was erledigen. Ich will nicht zu viel verraten, aber es war nicht nur in Villa und dann ist die Sache gegessen, sondern es gab immer eine große Hauptaufgabe,
die die machen mussten. So, die mussten weggehen, dahin gehen, die mussten was erledigen, die mussten was tun, Chat. Checkt ihr so? Und es gab gefährliche Kombinationen, sehr, sehr, sehr gefährlich. Sehr, sehr, sehr gefährlich. Es gab Verrat, es gab alles, Traddies. Leute haben sich gegenseitig verraten, ja. Leute haben sich nicht verraten und sind deswegen nach Hause gegangen. Es gab alles, Traddies. Es gab einen Skandal, es gab viele, viele, viele Sachen. Es gab viele Sachen, ja. So, jetzt kommen wir zu der Geschichte mit Money und Saint, okay? Traddies, das ist eigentlich eine politische Sache, ja. Und darum will ich mich eigentlich da fernhalten, aber nur faires halber, damit ihr das so ein bisschen nachvollziehen könnt. Money und Saint waren eingeladen, beide in die Villa zu kommen. Wir haben denen geschrieben, an dem Tag, an dem es verkündet worden ist, hey, du hast es in die nächste Runde geschafft. So, ja. Und gerade Money, Dreddies, so. Also bei Saint, das ist ein Kandidat, der ist in Ordnung, der ist gut, aber Money ist für mich ein Star. So, für mich Money ist einer der Besten gewesen, so. Versteht ihr? Ja. Das Problem ist, der Money ist Kosovo-Albaner. Okay? Das Land Marokko erkennt aber Kosovo-Albanien nicht als Land an. Jetzt haben wir das Problem, du willst in ein Land reisen, wo jemand sagt, das Land gibt's nicht. So. Und der Bruder hat, der wohnt in der Schweiz zwar, ja, aber er hat nur einen Aufenthaltstitel. Checkt ihr? So. Bruder, wir haben bei Konsulat in Frankfurt angerufen, in Düsseldorf angerufen, in Bern angerufen. Bruder, soll ich euch ehrlich sein? Wir haben sogar überlegt, ihn mit einem anderen Ausweis einreisen zu lassen. Weil Bruder, er will bestimmt nicht abhauen in Marokko, sondern wir wollten einfach nur unsere Show drehen und dann ist die Sache gegessen. Und wir waren sogar so weit, dass wir gesagt haben, ey Bruder, reis mit einem anderen Reisepass ein, weil wir brauchen dich hier. So, ja, das war natürlich nur in unserem Kopf, das haben wir natürlich nicht umgesetzt, weil das wäre illegal. Haben wir natürlich nicht gemacht, das war nur eine Idee. Checkt ihr? So. Und aber so sehr wollten wir es. Aber alles, es ging nicht, Chat. Es ging nicht. Es ging nicht. Wir waren dick traurig, Tradis. Wallah, waren dick traurig, Tradis, ja. Mit Money wäre krass, ja, mit Money. Gab's Live-Auftritte, Bruder Ennis, wenn du wüsstest, Cousin. Wallah, es gab die besten Live-Auftritte überhaupt, Cousin. Wallah. Cousin. Ich darf nicht verraten, das ist ja das Schlimme. Ich darf nicht verraten, Bruder, ich will aber. Amen Flughafen, von wo habt ihr das gehört? Hey. Amen am Flughafen. Walla, Amen, gell? Dreddies. Amen, Bruder, gell? Bruder. Gio, hast du noch dein Hasch an den Eiern, Cousin? Gio, Bruder, hast noch dein Gras, Joints, hast noch an Eier und Gio läuft gerade durch Kontrolle durch. So ist Amen. Ja. Hart. Wisst ihr, wer auch fast nicht mitgekommen ist? Breel. Bruder, die stehen am Flughafen, ich war ja nicht dabei, die stehen am Flughafen. In Frankfurt-Hahn. Die verhaften den einfach. Die sagen, der hat 18 offene Verfahren, Bruder. 18 offene Verfahren. 18. 18. Die haben den verhaftet am Flughafen. Die mussten gucken, ob es einen Haftbefehl für ihn gibt. Die sagen, den lassen wir niemals ausreisen. Der kommt nie wieder zurück. Auf den warten Jahre Gefängnis hier in Deutschland. 18 offene Verfahren. Breel, Bruder. Ich war schock. Ich hab's niemals von dem gedacht. Der ist voll der anständige, liebe Junge. Was hat der Bruder gemacht? Er hat's mir erzählt, ich will's aber nicht verraten. Wallah, hart.
Der ist Babad. Ey, Chat, ich wünschte, ich könnte euch erzählen. Ich bin ja gegangen und ich habe euch ja mit der letzten Runde alleine gelassen. Also das heißt, mit dem hier. Ich glaube, mit dem hier habe ich euch alleine gelassen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, mit dem hier habe ich euch alleine gelassen. Nein, das ist das, oder? War das das? Ja, das, doch, das war das. Damit habe ich euch alleine gelassen. Marokko zu krass, Digga, ehrlich. Marokko zu schön, Digga. Ihr wisst nicht, wie gemein wir sind, gell? Die Leute kamen, Bruder, die kamen zum Flug. Ich zeig euch noch was, okay? Aber ihr dürft es niemandem sagen. Niemandem, okay? Ich zeig euch noch eine kleine Sache. Aber niemandem, Chat. Niemandem. Ich schwöre, wir haben einen Film gemacht. Nächste Woche geht schon los. Ein Lied bitte, nein. Lieder darf ich nicht zeigen, Dreddies. Walla, Lieder darf ich nicht zeigen. Eins kennt ihr schon oder zwei kennt ihr schon, ja? Die kennt ihr schon. Die sind da dann zum Einsatz gekommen. So, die Leute hatten das vorbereitet gehabt. Die haben die mitgenommen. Ja? Aber der Rest kann ich euch nicht zeigen. Einen kennt ihr schon, so. Ja, so, das kann ich sagen, so. Kommen Vlogs. Wir haben alles gevloggt. Die ganzen 2 Wochen, jeden Tag haben wir gevloggt, ja. Jeden Tag, jede Sequenz, alles haben wir geblockt. Wie die Leute geschlafen haben. Und passt auf, Dreddies. Wir hatten eine Kandidatenvilla. Dort haben alle Kandidaten geschlafen. Und wir hatten eine Villa fürs Team. Dort haben wir geschlafen, damit wir planen können. Weil ihr werdet es merken, die Folgen sind richtig krass durchdacht. Diese Challenges sind keine, ihr macht jetzt einen Song gegeneinander, fertig, Challenges, sondern das hat wirklich, es hat Geschichte. So, das war der größte Fehler meines Lebens, Dreddies. Wir haben den Ennis gehabt, ja, auch jemand hier aus dem Stream, der mit uns gekommen ist, um auf die Leute in der Kandidatenvilla aufzupassen, okay? Cousin. Der ist auf der Couch eingeschlafen. Die haben auf ihn Stühle gestapelt, Tische. Die haben alles auf ihn, Koffer, die haben alles auf ihn gestapelt, bis zur Decke. Als er aufgewacht ist, waren Stühle, Tische, alles war auf ihn bis zur Decke, Cousin. Es war ehrlich, es war Bruder. Der Arme, wisst ihr, was die mit Hamdi gemacht haben? Also Eamon und J.U. und Gio und die sind verrückt, Bruder. Die haben so einen Schafskopf von einem Schaf, ein totes Schafskopf oder Ziegenkopf, ich weiß nicht, Ziegenkopf, Schafskopf oder so. Die haben das in seinem, also neben sein Bett gelegt und die haben Gin-Musik angemacht in sein Zimmer, Cousin. Richtig laut auf Boxen, richtig laut. Und dann steht er so auf und hat so ein Alter, das war, also Bruder, Walla, Bruder. Also diese Kandidaten, uns wurde alles aufgenommen. Was die, ach, Chat, wenn ihr, ich kann ja Sachen nicht erzählen, weil die Sache ist, eigentlich würde ich euch zum Beispiel erzählen, Person XY ist rausgeflogen, okay?
Dann kamen zwei Personen und haben die so verarscht, dass die Person XY gedacht hat, Bruder, ich bin noch drinne, gell? Ja, Walla, ich bin noch drinne, gell? Okay, okay, ich bin ready. Ich geh jetzt los, ich geh jetzt rüber, muss ich auftreten jetzt, gell? Ich kann aber nicht erzählen, Dreddies. Walla, ich kann's nicht erzählen. Checkt ihr? Ich kann's nicht erzählen. Es war hart. Es war hart. Es sind Leute nur nach Marokko geflogen, um wieder nach Hause zu fliegen. Das war auch sehr hart, Bruder. Das seht ihr in der ersten Folge schon. Es sind Leute wirklich um 5 Uhr morgens nach Marokko geflogen, um 16 Uhr wieder nach Hause zu fliegen, Cousin. Es war hart, Bruder. Es war hart. Ja, also ich denke, guck mal, Bruder, ich sag ehrlich, ich brauche mich dafür nicht zu verstecken, weil jetzt sind wir fertig. Wir haben das beste Rap-Format, Cousin. Und da mit kilometerweiten Abstand. Was da jetzt kommt, Bruder, ich küsse eure Herzen. Ich freut euch einfach drauf, Dreddies. Ihr werdet geisteskranke Hits bekommen, ja. Super Songs. Battles werdet ihr bekommen, wo Leute richtig sich gegenseitig zerfleischen. Ihr werdet geisteskranke Challenges bekommen. Jeder Tag ist eine Challenge, ja. Jede Folge ist ein Tag so praktisch, die ihr bekommt. Bis zum Finale. Es sind Tränen geflossen. Ich habe wirklich geweint, Bruder. Weil ich mich gegen Leute entscheiden musste. Für Leute entscheiden musste. Es war sehr, sehr, sehr traurig. Und wie wir die Leute auch raus... Ich war echt hart, gell? Ich war echt hart. Gibt es mehrere Gewinner? Also, es gibt eine Top 5. So. Es gibt 5 Leute, die es bis zum letzten Tag geschafft haben. Ja? Und diese 5 Leute, ihr entscheidet am Ende den Gewinner. Den Gewinner. So, 5 Leute haben die Villa als Gewinner verlassen, sind in die nächste Runde gekommen und ihr seid diejenigen, die den Rest klären müssen. So. Ja. Der Rest liegt in eurer Hand, Dreddies. Da kommt aber auch noch zu, wie. Und es wird ein Live-Event geben, das kann ich jetzt sagen. Und dort wird dann verkündet, wer der endgültige Gewinner ist. Nicht nur das, sondern die Leute treten auch alle auf mit deren Songs, mit deren Hits. Ich bin unter anderem da, ich werde auch 1-2 Songs performen. Und ja, es wird entweder der 12.4. oder der 30.4. Aber sobald am 11. Februar, gehen wir mit dem Vorverkauf online. Es wird in Frankfurt sein, ihr könnt alle gerne vorbeikommen. Ich reicht jetzt, ja, ich höre auf, ich sag nichts mehr, Jotto. Ihr könnt alle gerne vorbeikommen. Alle werden da sein. Alle Rappler-Rü-Kandidaten, die es bis zur Villa geschafft haben, sind dort natürlich eingeladen. Nicht nur die Gewinner, sondern jeder ist eingeladen. Und das ist nochmal so ein Abschied einfach. Und ja. Nee, am 12. ist kein Ramadan, Bruder. Der Ramadan endet am 9. oder am 10. Ja. Es gab auch jemanden, der mich richtig wieder gefickt hat, Redis, gell? Oh, ein Flugticket geholt, alles geholt, Bruder. Aber ich bin ihm nicht böse, weil er ist echt ein guter Freund von mir. Aber es gab jemanden für die Jury, wo es so feststand. Und man hat schon seinen Flug gebucht, man hat alles schon gebucht. Und dann hat er mir abgesagt. Wo war Lasee? Lasee hat es leider nicht in die nächste Runde geschafft. Weil die Challenge der dritten Runde war, macht als Gruppe einen Song. Und in dieser Gruppe gab es nur Probleme, Dreddies. Das war echt, also die Gruppe war echt der Tod. Und man muss immer die Challenge mitbewerten. Das ist das Ding der Challenge gewesen. Und es wird auch in der Villa so sein. Die Challenges werden bewertet. Nicht nur der Song, sondern auch die Challenges. Ja. So.